Jo, hallo Leute, was geht, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer sehr durchwachsenen Runde Let's Play Battlefield Heroes. Diesmal mit einer sehr oldschool-haftigen Kombination aus der Bleisturmwaffe und der Piratenpistole. Das sind so die zwei Waffen, mit denen ich vor noch, sag ich mal, einem Jahr, vielleicht auch noch länger her, wo ich mit denen damals gespielt hatte und das Schlachtfeld unsicher gemacht habe. Und ich muss sagen, Bleisturm immer noch eine verdammt, verdammt starke Waffe, genauso wie auch die Piratenpistole oder Pirate Pistol, wie sie auch im Englischen heißt. Und es gibt, ich glaube, genau drei Stellen, wo wirklich die Pirate Pistol mir, sag ich mal, das Leben rettet, ja, also wo man dann schnell zur Pirate Pistol wechselt, Headshot verteilt, 50 Schaden macht und dann nochmal mit der Bleisturm hinterher donnert. Die erste Szene kommt jetzt gleich, soweit ich weiß. Und ich muss sagen, die zwei Waffen sind einfach verdammt stark, gerade die Bleisturm mit der Unterlaufschrotflinte, das ist einfach so ein Ding. Wow, einfach nur einmalig. Das war ja, bevor die Workbench rauskam, noch so ein Alleinstellungsmerkmal. Jetzt ist es mittlerweile, könnte man es theoretisch bei jeder Waffe haben mit dieser Unterlaufschrotflinte. Und ich finde, die macht verdammt viel aus. So viel sei dazu gesagt. Dann zur Pirate Pistol, da habe ich auch Workbench drauf, allerdings nur einen Schuss mehr. Und da ist das Problem, dass dieser eine Schuss genauso lang braucht wie einmal nachladen. Und ja, jetzt seht ihr die eine Stelle, da habe ich noch schnell mit der PP draufgezogen, 52 Schaden gemacht und nochmal mit der Bleisturm drauf gedonnert. Und ja, das ist schon nicht schlecht auf jeden Fall. Und soweit ich weiß, kann man die Pirate Pistol nur bei bestimmten Deals oder ich glaube beim Piratenset war die auch dabei. Da gab es die dazu oder halt aus der Claw, je nachdem. Und ja, jetzt habe ich noch so ein paar Themen am Start. Und zwar einerseits jetzt halt hier das mit der Pirate Pistol, mit Bleisturm und so weiter, spiele ich halt jetzt etwas oldschool-mäßiger wieder mit diesen zwei Waffen, jedenfalls in der Runde. Wurde außerdem auch gewünscht, dass ich doch mal mit Pirate Pistol spiele, da ich die ja habe. Auch nur bei dem Helden übrigens, nicht beim Gunner oder sonst irgendwo noch. Beim Gunner wäre es auch noch ziemlich nice, weil das ist auch verdammt, verdammt geil, beim Gunner mit der PP zu spielen. Aber ich habe es leider nur beim Soldier. Und ja, was gibt's noch so zu sagen? Und zwar genau, das wollte ich jetzt nämlich demnächst mal machen. Und zwar einfach so ein gemütliches Fragen- und Antworten-Video, wie es ja zurzeit generell bei YouTube irgendwie relativ gefragt ist, habe ich das Gefühl. Irgendwie jeder größere YouTuber hat so ein Format. Und da ich auch schon öfters mal tatsächlich gefragt wurde, ob ich das nicht ein bisschen regelmäßiger machen möchte mit diesen Fragen und Antworten, wollte ich das einfach mal einführen. Und zwar wollte ich es so machen, dass ihr einfach eure Fragen unter die Videos schreiben könnt, wie auch immer. Allerdings, wenn diese Frage in das Video rein soll, was ich ab und zu mal machen werde, dann schreibt davor einfach einen Hashtag. Dann weiß ich, okay, die Person möchte, dass die Frage auch in dem Video beantwortet wird, und dann beantworte ich die nicht wie gewohnt in den Kommentaren, sondern halt einfach in diesem Video. Und dazu schreibt ihr am besten einfach Hashtag FragMaxX, beziehungsweise, ja, nehmen wir FragMaxX, ist ja hier mein Gaming-Channel, deshalb, und er ist der MaxX und nicht Max oder so, deshalb einfach FragMaxX. Dann weiß ich Bescheid, was da abgeht, und die Videos, wo ich so ein Fragen- und Antworten-Video draus gemacht habe, ihr erkennt ihr daran, dass ich in den Titel schon Hashtag FragMaxX reinpacke. Das heißt, wenn ihr Bock auf so ein Fragen- und Antworten-Video habt, dann seht ihr, okay, das ist das und das Video. Da beantworte ich halt eure Fragen, zum Teil nicht alle auf einmal oder so, sondern halt in so, ich sag mal, Staffeln. Und wenn ihr sagt, nee, interessiert mich jetzt nicht so, was da für Fragen beantwortet wurden oder so, dann wisst ihr Bescheid und braucht das Video im Prinzip gar nicht erst anschauen.
Und ich denke, das ist doch eine ganz gute Lösung für euch einerseits, mir halt Fragen zu stellen von, weiß ich nicht, was ist dein Lieblingsheld oder irgendwie sowas in die Richtung oder halt auch andere Fragen. Denkt euch irgendwas aus und schreibt das einfach in Zukunft. Könnt ihr immer wieder unter irgendwie die Videos schreiben oder auf Facebook oder sonst wo. Und ja, ich finde, das ist eine ganz gute Lösung dafür. Und ihr könnt gerne auch unter diesem Video schon mal anfangen mit den Fragen, wenn ihr denn welche haben solltet. Und ja, dann der nächste Punkt ist, jetzt haben wir es schon wieder fast 10:30, es ist Sonntag und eigentlich ist ja morgen Schule bzw. Arbeit oder sonst irgendwas. Ich muss früh aufstehen und deshalb muss ich auch dazu sagen, ist das Gameplay jetzt nicht das überkracher, super duper Gameplay, liegt einfach daran, ich möchte natürlich auch was mit meinen Freunden machen. Ich will vielleicht auch, wenn das Wetter geil ist, irgendwie ein bisschen draußen Longboard skaten gehen. Oder irgendwie in die Stadt fahren oder irgendwas halt auch mal im Real Life machen. Und da ich mir aber trotzdem so ein bisschen vorgenommen habe, jeden Tag ein Video rauszuhauen und ich dieses Wochenende einfach die Zeit ein bisschen falsch eingeplant habe. Jetzt war übrigens wieder so eine Stelle mit PP einmal drauf geschossen, Gegner ist tot, ist echt krass die Waffe. Deshalb ist das Gameplay jetzt nicht irgendwie was mega Special-mäßiges, liegt halt einfach daran, dass es jetzt schon so spät ist und ich keine Lust habe, morgen total übermüdet in der Arbeit zu sitzen. Und ja, das ist so die eine Sache, aber ich denke in den nächsten Tagen oder ich versuche langsam so einen Rhythmus aufzubauen, dass ich tatsächlich echt jeden Tag ein Video parat habe. Und auch vielleicht mal an einem Tag, wo ich ein bisschen mehr Lust habe, mehr Ideen habe und so weiter, ich dann vielleicht auch mehr Videos machen kann, irgendwie zwei Stück oder so, und dann habe ich einen Tag irgendwie Pause. Das ist eigentlich echt eine coole Sache und ich hoffe, dass ich das noch länger durchhalten werde. Bei euch kommt es auf jeden Fall ziemlich gut an, so wie ich das jetzt auf den ersten Blick sehe. Also von den Klickzahlen ist es echt super, von den Likes ist es super, von den Kommentaren und so weiter. Das einzige Videoformat, was zurzeit jetzt nicht so megamäßig ankommt, ist eigentlich das von Minecraft. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran das liegt. Also, keine Ahnung, den einen gefällt es, dann gibt es immer zwei, drei Dislikes. Keine Ahnung, da finden es die Leute, vielleicht interessiert es nicht oder sonst was. Aber ich bin der Meinung, wenn einem das Video nicht gefällt, dann finde ich, wenn man schon Dislike gibt, dann sollte man auch wirklich ein bisschen überlegen, ob man da nicht kurz einen Kommentar verfasst, ein Statement oder so, von wegen Videoformat gefällt mir nicht oder irgendwie sowas, weil ich Bescheid, okay, der und der Person gefällt es jetzt nicht so mega mäßig. Und vielleicht am besten auch Verbesserungsvorschläge. Das finde ich eigentlich auch immer sehr cool, wenn ihr sagt, jo, hier haben wir ein paar Verbesserungsvorschläge, macht doch das Intro zum Beispiel ein bisschen leiser. Da hat mich jetzt auch jemand drauf aufmerksam gemacht. Finde ich auch klasse, weil mir selber fällt das, sag ich mal, nicht so auf wie euch, weil ihr schaut euch ja die Videos letztendlich auch an. Ich schaue sie mir eher weniger an. Und dann finde ich super, wenn ihr dann seht, okay, das und das könnte man vielleicht noch einen Ticken besser machen. Und ja, das war natürlich jetzt hier der Hardcore Panic Blast am Start und so. Und dann wäre das eigentlich so von meiner Seite alles gewesen. Also das Wichtigste für euch ist wirklich mit FragMerkSex, einfach mit dem Hashtag vorne dran, finde ich einfach coole Sache, wenn wir das so ein bisschen irgendwie einmal die Woche oder so, wenn da so ein Video kommt, ich glaube, für euch wäre es super, wäre halt mal was anderes, ein bisschen was anderes auf meinem Channel, weil bis jetzt habe ich so Fragen und Antworten Videos eigentlich immer nur zu gewissen Anlässen hergenommen. Und ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn das Gameplay jetzt, wie gesagt, nicht das mega, mega Zerstörer-Gameplay ist. Dafür gibt es dann vielleicht beim nächsten Video wieder ein besseres Gameplay oder sonst irgendwas anderes zu sehen. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Jetzt mal diesmal mit Bleisturm und der Pirate Pistol am Start. Ich denke, ihr habt ganz gut sehen können, die Waffen sind ziemlich stark. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, hoffentlich bis zum nächsten Video und ciao.